Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Letztes Mal waren wir hier stehen geblieben. Ja, hier waren wir stehen geblieben. Bahnhof Oberholz. Wird bloß nicht mehr bedient. Das war der Regionalexpress oder Regionalbahn, keine Ahnung, ob es ein Express ist, von Leipzig nach Chemnitz. Strecke ist übrigens nicht elektrifiziert. Deswegen habt ihr ja gesehen, kommt hier so ein Gespann mit Triebwagen. Also, nee, das war eine Lok. Aber mit Diesellok. Da schön gesehen, hat schön rausgeplautzt hier. Ja, und wir fahren jetzt weiter nach Pomsen, weil ich gucken will, wo der Pomsenschlepper hergestellt wurde. Und das ist gleich hier um die Ecke. So, dann probieren wir erstmal wieder, ob die Bude anspringt mit ihrem super Kaltstartverhalten. Warmstart. Bin gerade heute ein bisschen verpeilt. Genau, das Warmstart ist nämlich ein bisschen ein Problem. Wir haben beim letzten Video die 40.000 geknackt. Jetzt geht's weiter. Man muss sehr schnell kicken, dann geht's. Man muss echt richtig Gas geben beim Kicken, dann schafft man's. So, jetzt ab nach Pomsen. Ich habe keine Ahnung, wie weit es ist. Ach nee, doch, ich habe eine Ahnung, wie weit es ist. Ich habe nämlich drauf geguckt aufs Navi und da stand 12 Minuten. Wir müssen aber erstmal hier raus aus dem Gelände. Wieder auf der Hauptstraße. Und dann schön Landstraße nach Pomsen. Und dann gucken wir mal, ob wir die ehemalige Produktionsstätte finden. Ja, wie schon im letzten Video gesagt, ich habe ja ein bisschen Probleme hier technischer Art. Deswegen erstmal solche Videos als Fahrvideos, die Leipzig-Videos müssen noch ein bisschen auf sich warten. Da bin ich noch an der Lösung dran, wie ich das mache. Aber so die ETZ, wie sie im Moment ist, ist eigentlich nicht innenstadttauglich. Wegen den ganzen, also wegen den Schaltproblemen eigentlich. Und wegen dem Stoppverhalten. Das ist nicht so toll. Ja. Ich brauche Fahrzeug, was sich gut schalten lässt, wo ich oft einen Leerlauf brauche und was auch ordentlich anspringt. Das ist ja alles nicht so gegeben, zumindest nicht bei der Hitze. Ich habe festgestellt, wenn es kälter ist, ist es besser. Aber sobald hier so wie heute 30 Grad sind, ist es vorbei. Also wahrscheinlich zu fett eingestellt. Aber ich habe ja mit Absicht fetter eingestellt, weil neuer Zylinder und Kolbensatz. Ich muss fett fahren, weil das Ding glüht. Der braucht schön viel Treibstoff, weil Treibstoff kühlt. Und deswegen in der Einlaufphase auch ein bisschen mehr Öl reinmachen und auch das Gemisch fetter stellen. Also doppelt fetten. Einmal Öl fetten und einmal Gemisch anfetten. Ja, deswegen springt er aber halt, wenn er warm ist, schlecht an, ne? Weil er dann wie abgesoffen ist. Ja, hat halt Vor- und Nachteile. Das ist halt der Nachteil, wenn man im Sommer was Neues einfährt. Es ist warm, das ist schon mal schlecht. Kälter ist besser für die Kühlung. Und ja, dadurch haben wir halt einige Probleme durch die Wärme. Egal. Wir düsen lang und düsen Richtung Pomsen. Das Wetter ist immer noch sehr warm. Im Moment haben wir jetzt bloß noch 30 Grad im Schatten. Also ich habe eine ordentliche Abwärme durch den Motor. Das ist der Hammer. Aber da hat man eine alte Getreide, eine Lenz, Getreidedreschmaschine gesehen, rechte Hand. Genau, also ich habe hier echt meine Beine glühen so ein bisschen. Kann ich. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier mal alles hält, weil, wie gesagt, ich habe auch eine neue Konstruktion hier, aber es scheint zu halten, ist ganz gut, weil so ist besser. Hier links war ein Laderhändler. Ich weiß, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Standen zwei Lader. Und hinter mir kommt die Simson-Fraktion. Zweimal Simson, herrlich.
Die werden mich jetzt bestimmt auf der Landstraße, wenn ich 70 fahre, überholen. 100 pro. Weil halt Simson, ne? Bisschen leicht getuned. Da kann man auch mal an der MZ vorbeiziehen. Ah ne, ist irgendwas anderes, keine Simson. Ist irgendwas Größeres. Noch 5 Kilometer, dann sind wir da. Also wie gesagt, deswegen nicht wundern, dass ich hier bloß so 70 fahre. Es ist mega heiß und ich habe 9 Zylinderkolben. Der braucht kühl und angenehm und will hier keine Volllast fahren. Aber ist ja auch kein Problem, habt Zeit und ihr auch. Ihr wollt ja auch sicherlich die schöne Tour hier genießen. Ich bin gespannt, was noch übrig ist von der Pomsen Produktionsanlage. Schauen wir mal. Hörer, 4 Kilometer. Das nächste Dorf müsste Pomsen sein. Ich meine mich auch zu erinnern, dass der Pomsenschlepper ursprünglich hier gebaut wurde. Und später, als dann mehr davon hergestellt wurde, wurde die Produktion dann woanders hin verlagert. Ne? Also, ich denke mal, wir werden jetzt nicht irgendwelche riesigen Hallen finden. Ich muss dann auch noch mal recherchieren, wo dann die Produktion hin verlagert wurde. Aber ich glaube, da gab es dann irgendeinen Zusammenschluss von irgendwelchen Produktionsgenossenschaften und Dings und das wurde dann, glaube ich, verlagert. Irgendwo hin. Übrigens, das Duo kommt auch hier aus der Ecke. Da fahre ich auch noch mal hin. Kann ich auch noch mal gucken. Also das Krause-Duo oder Simson-Duo. Das kommt hier aus der Ecke und da will ich auch mal hingucken. So, Pomsen steht dran, 3 Kilometer. Mein Motor kommt auch nicht so richtig aus dem Knick hier, merke ich gerade. Aber hier geht es noch einen Berg hoch. Ich überlege gerade, ob ich mehr Drehzahl gebe lieber oder weniger Drehzahl beim Einfahren. Gute Frage. Hallo, jetzt wir schalten mal immer runter. Geben mal ein bisschen Drehzahl, damit wir überhaupt loskommen hier. Mit 125er merkst du halt einen Berg. Ne? Der fünfte Gang ist auch relativ lang übersetzt. Ist auch in Ordnung. Aber da merkt man halt einen Berg. Ja, ihr seht ja jetzt wieder flach. Schaffe ich wieder mit so einem Drittelgas, eine 70 oder so Halbgas haben wir hier. Aber so aus dem Bauhaus würde ich sagen, der Nachbauzylinder und mit dem Bing-Vergaser, also eine Rennmaschine, ist das hier nicht. Meine ES ist deutlich gieriger. Also wenn ich das alles eingefahren habe, werde ich vielleicht mal auf Mikuni-Vergaser umrüsten. Und wenn ich das gemacht habe und das dann immer noch nicht viel gebracht hat, dann werde ich wieder den Originalzylinder drauf machen. Den Original 125er DDR-Zylinder. Die gehen einfach besser. Nachbauzeug ist nicht schlecht, aber man merkt, dass dort doch relativ viel auf günstige Herstellungskosten Wert gelegt wird. Zu DDR-Zeiten war das nicht so. Da gab es ja einen einheitlichen Verkaufspreis. Da wurde Wert drauf gelegt, dass, die Sachen lange halten. Das war zu DDR-Zeiten so. Die Sachen müssen lange halten. Es ging nicht darum, viel zu verkaufen. Jetzt ist es eher so, Sachen sollen nicht ganz so lange halten, weil man möchte ja wieder was Neues verkaufen. Und Sachen sollen schön, schön billig sein. Damit die Leute ja viel kaufen und oft auch neu kaufen. Naja,
So, wir sind da in Pomsen. Und nach meinen Berechnungen zufolge müsste die Produktionsstätte dann linker Hand irgendwann kommen. Schauen wir gleich mal. Einmal durch Pomsen durch. Und dann linke Hand rein. Ich hab hier, ja, ich glaube hier, oder? Nee, Moment. Ich muss selber gucken. Ja, ich glaube, wir sind jetzt gerade vorbeigefahren. Wenn hier jetzt Ortsausgang ist, dann müssten wir, nee. Ich glaube, hier rein. Hier rein. Und jetzt gleich rechts rein. Und jetzt hinterfahren. Ich glaube, hier ist es. Ne, hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Hier ist ein Tor. Ne, ja, drehen wir nochmal rum und fahren nochmal vor. Also hier ist es schon mal nicht. Ne. Vielleicht haben wir auch Pech und finden es nicht. Da muss ich nochmal herfahren. Aber irgendwo hier drüben sollte es doch sein. Mal gucken. Sportplatz, die Steinberger Straße. Oder hier. Hier links. Das sieht aus wie ehemalige Produktionshallen. Andererseits, es hieß, da wäre ein Turm. Ah, hier ist ein Turm. Hier ist noch ein Turm. Ah, ja. Das sieht doch gut aus. Ob da noch Teile drin sind? Von früher? Sieht fast so aus, oder? Ne, da ist jetzt irgendeine andere Fabrik drin, ist logisch. Aber das scheint es zu sein hier. Noch mit Anbau. Ich guck mal, ob wir hier rumkommen. Sonst fahren wir noch mal vor. Wäre auf jeden Fall echt klein, ne? Aber wir können ja noch mal vorgucken auf die Straße und ob wir da mehr sehen. Obwohl, wie gesagt, ne, es war ja am Anfang relativ klein, die ersten Pumpenschlepper. Und dann ist es, hat das Werk, glaube ich, expandiert und ist woanders hin. Wer da Ahnung hat, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe nicht immer die Zeit, das alles zu recherchieren. So, wir fahren jetzt noch mal von der Seite ran. Gucken wir. Mit dem Schornstein, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das hier gewesen ist, weil so größere Werke hatten früher immer ihre eigene Versorgung. Ne? Es kann schon sein, dass es hier bis hier war und jetzt alles weg ist und hier jetzt die Feuerwehrbremsen ist. Das kann natürlich sein. Ja, aber hier, das sieht schon so aus. Ja, doch, das wird es hier gewesen sein. Fahren wir mal langsam vorbei. Hier drüben, das wird's Werk gewesen sein. Ja, hier ist ein Schornstein. Da ist noch ein kleiner Multicar oder irgendwas Anhänger oder ein steht dort rum. Ich muss mal warten, Mensch, was ist denn hier für ein Verkehr, Mensch? Ja, auf jeden Fall, das scheint schon so zu sein. Hier ist das Gelände. Cool. Wartburg-Schild haben wir ja auch. Aber es scheint so, als wenn das Gelände so ein bisschen getrennt wurde. Genau, hier ist noch mal was, hier ist was.
Hier ist was Neues. Aber sieht schon so doch ein bisschen DDR-fabrikmäßig aus. Könnte schon hinkommen. Also ich denke, wir haben es gefunden. Ehemalige Pomsenwerke. Burkhardt Motors US-Garage. Ist jetzt hier. Stehen auch ein paar schöne Schlitten. Muss man mal sagen. Achso, jetzt habe ich ja wieder mein erstes Gangproblem hier. Also stehen wirklich ein paar schöne Ami-Schlitten. Gut. Haben wir es gefunden? Schön, freut mich. Dann vielen Dank für euer Interesse. Ich fahre weiter. Aber ich sage schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dann kommt das nächste Fahrvideo. Da weiß ich aber noch nicht, wo ich hinfahre. Jetzt fahre ich erstmal nach Hause. Ja, genug für heute. Und beim nächsten Mal lasst euch mal überraschen, wie es weitergeht. Bis dahin. Ja. Ciao.